Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio zur Freitag-Nachtausgabe, die eine freie Themennacht ist, traditionell bei uns. Das bedeutet, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft mich ganz einfach an unter der gerade genannten Telefonnummer 0800 5678 111 oder die Faxnummer ist ähnlich 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Sonja und Sonja ist 27 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sonja, du klingst aber traurig. Ja, das bin ich auch ein bisschen. Aber ich freue mich, dass ich endlich mal durchgekommen bin. Um was geht's denn bei dir? Um Missbrauch geht's bei mir. Und du bist selbst betroffen? Ja. Magst du ein bisschen erzählen, wann was passiert ist? Ja, angefangen hat, da war ich 5 Jahre alt. Ja. Das war damals mein Bruder. Wie viel älter war der als du damals? Ja, ist alles sehr kurios. Er war gerade 11, also 6 Jahre älter als ich. Und zuerst war das auch alles ja so spielerisch irgendwie. Ja. Und es kam dann erst so, also richtig heftig, sage ich mal, wo es, als ich 8 war. Und mit 12 hat es dann aufgehört, zum einen, weil er ausgezogen ist. Immerhin 7 Jahre. 7 Jahre, ja. 7 Jahre. Und er kam dann in die Pubertät, wurde geschlechtsreif und dann, viel mehr musstest du vermutlich leiden. Und dann ist er weggezogen aufgrund der Ausbildung und war dann immer nur am Wochenende zu Hause. Dann habe ich immer zugesehen, dass ich das Wochenende nicht daheim bin, habe dann immer bei einer Freundin geschlafen. Und wenn es dann halt mal nicht ging, dann habe ich halt immer meine Tür abgeschlossen. Also ich habe so dann... Hast du dich da rauslaviert, um nicht nochmal in die Situation zu kommen? Ist es dir gelungen? Naja, nicht immer. Das heißt also nach deinem 12. Lebensjahr so kam wieder. Es dann doch noch immer wieder mal vor? Ja. Wie lange dann endgültig, bis zu welchem Lebensjahr? Ja, ich glaube, das war, als ich dann meinen ersten Freund hatte mit 15. Aber beobachtet so beim Ausziehen oder so, das ging noch, bis ich 19 war. Und dann bin ich ausgezogen. Er hat dich heimlich, mehr oder weniger heimlich beobachtet, während du dich ausgezogen hast. Wie hast du das bemerkt? Hat er durchs Schlüsselloch geguckt oder... Ja, zum Beispiel, wenn ich auf Toilette war, grundsätzlich durch Schlüsselloch. Also ich habe auch heute noch die Macke, dass ich immer vor Schlüsselloch ein Handtuch oder irgendwas hänge. Weil also kann man sagen, dass letztendlich deine ganze Kindheit und Jugend auch völlig versaut, zerstört wurde durch diese Übergriffe von deinem Bruder. Ja, ich sag immer, der hat mein Leben versaut, bevor es angefangen hat, Wart ihr die beiden einzigen Kinder? Nee, noch 2 habe ich. Noch einen Bruder und noch eine Schwester. Ist die Schwester älter als du? Sind alle älter. Alle älter. Du hast während dieser Zeit niemandem etwas gesagt? Um Gottes Willen, nein. Warum nicht? Ich habe mich nicht getraut. Das weiß ich noch ganz genau, da war ich ungefähr 9. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber auf jeden Fall habe ich zu meiner Mutter damals gesagt, ja, und dann kommt, nennen wir eben mal Michael, wieder zu mir ins Bett. Und er hat das mitbekommen, dass ich das gesagt habe. Dann durfte ich mir erstmal was anhören, also irgendwelche Drohungen, wenn du und dann das. Ja, und wenn ich das, ich habe es vor 2 Jahren jetzt meiner Mutter erzählt. Lass mich kurz einhaken. Ja. War deine Mutter da nicht hellhörig, als du gesagt hast, da kommt der Michael wieder ins Bett? Nein, eben nicht. Das mache ich auch heute zum Vorwurf und sie sagt mir, ich wäre nicht deutlich genug gewesen. Aber das ist die einzige Andeutung, die du gemacht hast. Weil du sonst Angst hattest, hat er vorher dir eigentlich auch gedroht, hier, wenn du was sagst, dann tue ich das und das oder tu dir das an sogar? Ja, so in etwa. Also die ersten 3 Jahre, sag ich mal, da habe ich das nicht für völlig normal irgendwie. Ich kannte ja nichts anderes so.
Und dass es da irgendwas nicht stimmt, das kam ja erst später. Also, ja. Und da hat er auch gedroht dann. Ja. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Das ist ja schon kurios. Du bist 5 Jahre alt und der Bruder ist 11 Jahre alt, der auch noch nicht geschlechtsreif ist. Ich möchte dir jetzt nicht zu nahe treten, aber ich frage dich mal, um halt auch mir einen Überblick darüber zu verschaffen, um das auch zu verstehen, was hat dieses Kind, das er ja auch noch war, mit dir gemacht? Mich befummelt. Mich geknutscht. Ja. Musstest du ihn auch anfassen an seinen Genitalien? Das erst später. Das erst später. Und später hat er dich auch gezwungen, zum richtigen Geschlecht zu gehen? Ja. Wahrscheinlich kommt dir alles hoch, wenn du das jetzt so nochmal ansprichst. Ja, es ist schwer darüber. Das glaube ich. Aber ja, einerseits bin ich immer ganz froh, wenn ich was sagen kann, aber andererseits ist es halt schwer. In dieser schlimmen Zeit zwischen deinem 5. und 12. Lebensjahr, so ungefähr, wie oft kam das vor? Mehrfach in der Woche? Das war ganz unterschiedlich. Manchmal war 2 Wochen lang gar nichts und dann war es 3-mal am Tag. Und also ich kann da kein, so wie die Situation halt, wenn die passte, dann... Als du gemerkt hast, dass das nichts Normales ist, was du vielleicht noch mit 5 Jahren gedacht hast, okay, das ist irgendwie, das macht man so, hast du nicht zunehmend einen abgrundtiefen Ekel und Hass auch auf deinen Bruder entwickelt? Hass kam erst später, zuerst kam dieser Ekel, ja. Also ich habe es ganz widerlich gefunden, wenn er mich angefasst hat. Also zum Beispiel so Weihnachten, wenn man dann die Geschenke gab und jeder bedankte sich und nahm sich so in den Arm. Und wenn er mich dann in den Arm genommen hat, ich hätte, wo kommt mir jetzt noch eine Schauerwind? Ja. Ich stelle es mir auch unerträglich vor, die Vorstellung, du bist ein Kind, ein Mädchen noch zwischen, sagen wir mal, 7, 8, 9 Jahre und der Bruder schläft mit dir. Der Bruder hat seinen Orgasmus in dir, er kuliert in dir auch. Das muss ja die Hölle sein. Auch im Nachhinein, ne, wenn man sich das vorstellt. Ja, er sagte dann immer, also ich glaube, er wusste es selber gar nicht, dass dann sowas passiert. Jedenfalls hat er dann jedes Mal mich angeschrien, weil er der Meinung war, ich hätte jetzt ins Bett gemacht oder so. Also dass das von ihm kommt, auf die Idee ist er gar nicht gekommen. Ach so. Und das hat die Mutter auch alles nicht mitbekommen, dass da Flecken im Bett waren? Angeblich nicht, obwohl ich ihr das nicht abnehme. So, du bist heute 27 Jahre alt. Ja. Deine Mutter lebt noch. Ja. Und du hast einen normalen Kontakt zu ihr? Naja, es geht, sie wohnt weit weg, wir telefonieren hin und wieder. Aber seitdem ich ihr das erzählt habe, ist das Verhältnis sehr schlecht. Du hast es ihr vor 2 Jahren erzählt? Ja. Wie hat sie da reagiert? Als hätte er falsch geparkt. Als hätte er falsch geparkt. Ja. Das heißt, sie hat es runtergespielt und hat gesagt, naja, so schlimm ist es ja nicht. Ja. Ehrlich? Ja. Wie ist das erklärbar, dass die eigene Mutter so kaltschnäuzig, so kann man das ja wohl sagen, reagiert, wenn die Tochter ihr so ein Horrorszenario erzählt? Also ihr erster Satz war, wie kommt denn der auf so eine Schnapsidee, hat sie mich gefragt. Und ich glaube, ihre Vorstellungskraft, die reicht irgendwie so weit nicht aus. Also wenn es jeden anderen betreffen würde, dann würde sie es schlimm finden. Aber weißt du, sie will das, wird das natürlich auch insofern runterspielen, weil sie damit ihre eigene Schuld runterspielt. Ja, genau. Ne? Weil sie ist ja nun, sie hätte ja zumindest damals bei der einen Angelegenheit hellhörig werden müssen. Ja. Und generell hätte sie euch schärfer beobachten müssen. Denn du warst ja verängstigt, verspannt oder irgendwie hätte die Mutter dich wittern müssen, dass da was nicht stimmt. Ne? Ja, was ich aber noch schlimmer finde, dass sie mir heute vorwirft, ich wäre damals nicht deutlich genug gewesen. Also ich weiß nicht, was man von einem 9-jährigen Kind erwarten kann. Ja. Was ist mit dem Bruder heutzutage? Ich habe ihn seit, ich glaube, seit 8, 9 Jahren nicht mehr gesehen. Ja. Hast du irgendwann mit ihm darüber geredet? Nee. Nee. Gibt es Überlegungen in dir, den anzuzeigen? Nee, das nicht, weil ich nicht glaube, dass es in irgendeiner Form was bringen würde. Die einzige Überlegung, die ich immer habe, am liebsten würde ich hinfahren und ihm links und rechts und ich weiß nicht, was ich alles gerne mit ihm anstellen würde. Das Problem ist, er war ja auch noch minderjährig, ne, als das passierte. Ja. Und insofern ist es strafrechtlich wahrscheinlich sehr schwierig oder fast gar nicht zu packen jetzt im Nachhinein. Ja. So, nun ist in dir sehr viel verletzt worden in all diesen langen Jahren, in diesen traurigen Jahren. Hast du denn, Sonja, dir Hilfe geholt? Bist du bei einem Therapeuten? Ja, ich habe
Ja, das ist alles ein bisschen, zuerst war ich bei einer Therapeutin, das ist jetzt allerdings auch schon fast 6 Jahre her. Mhm. Damals habe ich gemerkt, ich schaffe es alleine nicht mehr. Also ich war auch arbeitslos dann nach der Lehre. Ja. Und habe eigentlich nur noch mich zu Hause verkrochen, bin auch damals dann verlassen worden von einem Mann, der eigentlich für mich damals perfekt war. Mhm. Und habe halt immer gedacht, es liegt daran, dass es mir so schlecht geht. Und man hatte dann Zeit, ich hatte ja nichts zu tun. Ja. Und mir kam das dann erst alles so hoch so. Hat denn diese Therapie dir geholfen? Hast du sie länger auch durchgezogen? Nee, ich bin dann da 6-mal gewesen. Da musste ich feststellen, ich komme da nicht weiter. Dann war ich in so einer städtischen Einrichtung extra für missbrauchte Kinder und Jugendliche. Allerdings war ich da mit Abstand die Älteste. Mhm. Da gibt es auch eine Jahresbegrenzung. Und jetzt bin ich seit Dezember wieder bei einer. Und ich hoffe, dass es jetzt irgendwann mal bald fruchtet. Ja, wobei Dezember ist ja noch, ich sag mal, für so eine große Sache, für so eine große Geschichte noch relativ frisch. Ja. Das heißt, da muss man sich ja vielleicht sicher auch ein bisschen Geduld verordnen. Wichtig ist, finde ich, dass du ein gutes Verhältnis zu diesem Therapeuten oder Therapeutin. Therapeutin. Dass da ein Vertrauensverhältnis da ist. Das ist da, ja. Das ist gut, das ist gut. Ja. Hast du einen Freund eigentlich im Moment? Nee, ich schaff's nicht. Das ist nämlich auch der Punkt, ne? Dass ich mir vorstellen kann, dass du sehr beziehungsunfähig, ja. Ja, und wahrscheinlich auch überhaupt keine Lust auf Sexualität hast. Ja, das ist das Kuriose. Also alle Beziehungen, die ich hatte, die haben eigentlich, das Einzige, wo es geklappt hat, war im Bett. Allerdings muss ich dazu sagen, dass es, ich bin irgendwie nicht in der Lage, sag ich mal, einfach nur Sex zu haben, aber nicht Liebe zu machen, das kriege ich nicht gebacken. Also es ist so hart, wie es anhört, aber es ist immer nur eine wilde Grödelei, ja. Ich glaube ja, dass dieser Anruf hier bei mir vielleicht auch ein ganz kleiner Schritt dahin ist, Sonja, dass du das etwas für dich verarbeitest. Du bist in einer Therapie, hast das jetzt hier gemacht, hast gesprochen. Ich glaube, ich kann gut nachvollziehen, dass dieses Sprechen immer wieder weh tut. Ja. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg und auch der einzige Schritt, mit all diesem Grauen irgendwie zurechtzukommen. Ja. Ich war zwar schon so oft bei der Therapie und bei der anderen, bei dieser städtischen, war ich ja nun fast 1,5 Jahre. Ja, gut, aber es passiert halt nicht viel, weil ich das immer nur so an der Oberfläche kratze, sozusagen. Aber ich hoffe, dass ich es diesmal hinbekomme. Ja, das wünsche ich dir auch von ganzem Herzen, dass du das durchziehst und durchhältst, dass das Vertrauen weiter bestehen bleibt zwischen dir und deiner Therapeutin. Und wenn du gerne möchtest, kannst du mit meiner Psychologin, mit der Elke, auch noch ein paar Worte jetzt sprechen. Ja, gerne. Ja? Aber ich möchte noch eins sagen, kurz. Ich würde ganz gern Mütter oder Schwestern ganz gerne ansprechen und denen sagen, soweit es auch skurril klingt oder total abstrakt, dass sie darauf achten, falls so kleine Zeichen kommen. Mhm. Augen auf. Genau. Mhm. Ja. Liebe Sonja, alles Gute von Herzen. Leg bitte auf und die Elke ruft dich gleich an. Alles klar. Alles Gute. Danke. Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. Ihr Lieben, unsere Telefonnummer nochmal 0800 5678 111. Mailadresse 1live.domian@wdr.de. Übrigens solltet ihr auch mal reinschauen unter www.domian.de. Dort gibt es einiges zu lesen, dieses und jenes und auch ein Überblick über unsere nächsten Themen, die Themen für nächste Woche. So, jetzt bin ich verbunden mit Antje und Antje ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Antje, und was geht's bei dir? Zum Thema Albtraumsex hatte ich was zu sagen oder Hilfe von dir zu erbitten. Ja, das war ein Thema neulich bei uns, Albtraumsex. Genau, also es ist nicht unbedingt ein Albtraum, sondern eher so eine, einfach mal keine Lust mehr haben auf meinen Partner. Ja, du bist in einer Partnerschaft wie lange schon? Schon seit über 2 Jahren, also 2 Monate sind wir jetzt zusammen. Ja. Und als wir ungefähr ein halbes Jahr zusammen waren, bin ich zur Saisonarbeit in die Schweiz gegangen. Mhm. Ich bin Koch. Und das war für 5 Monate, da waren wir getrennt. Mhm. Der einzige Kontakt bestand eben durch Briefeschreiben und durch Telefonate. Ja. Das aber auch eben nicht so häufig, wegen meiner Arbeitszeit eben. Mhm. Und ich hatte eben einen sehr netten Zimmernachbarn. Mhm. Und
Ja, da ist es eben zum sexuellen Kontakt gekommen. Du bist fremdgegangen? Ja, ich bin fremdgegangen. Mhm. Das war nur, ja. Nur Sex? Nur Sex. Keine Verliebtheit? Nein, keine Verliebtheit. Wie oft bist du fremdgegangen? Wie oft habt ihr Spaß gehabt miteinander? Öfter. Öfter? Fünfmal, ja. Zehnmal, 20 Mal? Ja, also hey, in fünf Monaten passiert viel. In fünf Monaten kommt so einiges zusammen. Genau. Ne? Also es ist jetzt nicht so, also wir haben nachher auch in einem Zimmer, also es war, ich hatte Bedürfnisse. Ja. Sagen wir so. Also, war er auch Koch? Er war Restaurantfachmann. Er war also, ja, gut. Ja. Also, so, hast du das deinem Freund, deiner festen Beziehung erzählt? Ich habe sie nicht erzählt. Bis heute nicht. Es ist rausgekommen. Ach so, es ist rausgekommen. Es ist rausgekommen. Durch wen? Durch was? Wie? Durch Fotos. Wie, durch Fotos? Ja, zufällig aufgenommen von meiner Kamera, von einer Freundin von uns beiden. Und, Wie? Die Kamera hat zufällig Fotos von dir und deiner Affäre gemacht? Genau. Wie? Wie also, ist, eine Freundin, die da auch mitgearbeitet hat, ja? Die hat Fotos von uns geschossen, knutschend in der Disco. Ach so. Und da waren so. Wohl auch noch Bilder da bei uns im Zimmer, wo wir beide irgendwie umarmend im Bett gesessen haben oder so. Oh je, und dann hat er irgendwann die Fotos gesehen und da war natürlich die Hölle am Dampfen. Nein, war gar nicht. Er hat es eigentlich relativ nach außen hin ruhig aufgenommen. So. Wir haben drüber geredet, ich habe es ihm dann erzählt. Er hat Fragen gestellt, ganz gezielt, wie er war, was anders war, was er falsch gemacht hätte, oh. Wie es dazu gekommen ist. Ich fand es sehr rücksichtsvoll von ihm, weil ich hatte ein tierisch schlechtes Gewissen. Ja, ich hätte mit dir geschimpft. Bei mir wärst du nicht so leicht davon gekommen. Ja gut, aber er ist auch ein sehr umsichtiger Mensch. Ja, wie gesagt, zu mir, stimmt. So, hat sich das denn wieder alles eingerenkt? Ja, also, ja. Ja, super. Aber... Dennoch rufst du an zum Thema Albtraum Sex. Genau, genau. Was ist da los? Ja, es hat sich alles geklärt und wir haben miteinander gesprochen. Er ist wieder total lieb und wir führen auch seither eine recht, also ich möchte bald sagen, eine bessere Beziehung als vorher. Und du bist schön treu? Ich bin treu, ja. Ja. Man muss ja aufpassen mit dir. Ja, seitdem nicht mehr. Also ich hätte so ein schlechtes Gewissen, wenn es nochmal, er hat auch gesagt, wenn es nochmal passiert, schießt er mich ab. Mhm. Und er hat auch... Aber wo ist der Wurm jetzt drin? Ja, er hat immer noch Bock auf mich und er würde auch gerne mit mir schlafen, aber ich kann nicht mehr. Du hast keinen Bock auf ihn? Ich habe keinen Bock mehr auf ihn. Mhm. Keine Sexlust? Keine Sexlust. Keine Erregung da? Genau, mhm. Genau. Also er ist erregt wie sonst auch immer. Mhm. Er würde so gerne mit mir schlafen, er ist auch voll lieb und eifersam, er streichelt mich, er versucht mich zu verführen, aber ich kann nicht. Wie war das denn damals, Antje, ganz am Anfang? Warst du von Anfang an, ganz am Anfang, schon auch sehr scharf auf ihn oder, wenn du ganz ehrlich bist, auch nicht so dolle? Doch, am Anfang hatten wir eine Wahnsinnsbeziehung. Also ich bin sexuell vorher schon sehr aktiv gewesen. Nee, ich frag's deshalb, weil ich dachte, wenn du nach einem halben Jahr schon so eine Sache anfängst da in der Schweiz, könnte das ja auch darauf hindeuten, dass du von Anfang an gar nicht so sehr wild auf ihn warst. Aber das ist nicht der Fall. Nee, vorher waren wir auch eigentlich im Bett und ein prima Team. Seit wann ist das denn jetzt so, dass du bei dir bemerkst, ich habe irgendwie gar keinen Bock drauf auf ihn mehr? Das war schon eigentlich gleich, nachdem ich... Nachdem schon? Ja, gleich nachdem ich zurückgekommen bin. Das heißt, der andere war besser im Bett als der jetzige Freund? Kann ich nicht sagen. Also keine großen Unterschiede. Ich muss dazu sagen, dass ich seine Erste war. Also er ist mit 24 mal noch Jungfrau gewesen und ich war seine erste Erfahrung. Mhm. Aber ich war vorher eben schon mit mehreren Partnern eben zusammen gewesen. Ja. Und da sehr aktiv. Also ich habe so habe ich das jetzt auch eingeschätzt. Ja, eine ganze Menge ausprobiert und ich weiß nicht. Sag mal, Antje, wenn das jetzt quasi das geht dann ja anderthalb Jahre schon so, dass du nicht so sehr Bock mehr auf ihn hast. Ja, ja. Das heißt, du machst es ihm ab und zu Liebe, oder wie? Ja, ja. Und spielst du so perfekt oder kriegt er es schon mit? Er kriegt es schon mit. Er fragt mich auch, was los ist, warum ich keinen Bock mehr habe. Und du kannst es nicht beantworten? Ich kann mir auch keinen Reim mehr drauf machen. Das ist aber wirklich eine ultra schwierige Sache. Ich kann mir auch keinen Reim drauf machen. Ich glaube, dass man das nie erklären kann, wenn man, warum man keinen Bock mehr auf jemanden sexuell hat. Ich glaube, das ist so ein irrationales Ding im Gehirn, was da abgeht, dass man das einfach nicht erklären kann. Irgendwann ist die Luft raus. Es gibt ja diesen Spruch und der ist, glaube ich, der ist einfach wahr. Aber ich habe ihn doch noch auf einer anderen Ebene lieb. Ja, das ist aber das Tragische daran. Was meinst du, wie viele Pärchen oder wie vielen Pärchen es so geht, wie du es gerade beschrieben hast? Ich hoffe nicht so vielen. Ich glaube ganz vielen, auch ganz vielen Ehepaaren, die vielleicht Jahre oder Jahrzehnte schon zusammen sind, die sich sehr schätzen, sehr respektieren, sehr lieben.
aber wo einfach dieses Erotische und Sexuelle weg ist oder sehr viel weniger geworden ist. Aber kann man das wieder umkehren? Nein, das ist ganz schwierig. Und dann steht man vor der tragischen Situation, man liebt vielleicht diesen Menschen heiß und innig, aber man begehrt ihn nicht mehr. Und ich glaube, dass man Begehren nicht sich irgendwie rational wieder einimpfen kann. Ich glaube da nicht dran. Das heißt, das jetzt automatisch ist, dass es aus ist? Ich weiß es nicht. Aber du hast doch generell sexuelle Gelüste. Ja, ja. Wenn ich jetzt mich selbst befriedige, denke ich ja auch öfter an ihn. Ich meine, Selbstbefriedigung, das tust du schon. Ja, Selbstbefriedigung ist eine Sache für sich, da spielen noch andere Fantasien eine Rolle. Mhm. Aber im Grunde denke ich auch öfter noch an ihn. Wobei das ja ein bisschen seltsam ist, ne? Wenn, ja. Wenn, oder machst du das aus schlechtem Gewissen? Nee, absolut nicht. Mhm. Und ich kann. Wie wäre es denn, ich meine, oftmals kann man das ja so ein bisschen knacken, indem man irgendwie was Neues versucht, indem man unkonventionelle Dinge tut. Sei das unkonventionelle Praktiken oder dass man sich auf Dinge einlässt, die man vielleicht vorher gar nicht wollte. Ich weiß jetzt nicht, irgendein Dreier oder in einen Club gehen oder irgendwas. Ich muss ja jetzt nicht das sein. Aber ja, einfach, um irgendwas anders zu machen, um vielleicht ein bisschen Wind reinzukriegen, habt ihr da oder hast du darüber schon mal nachgedacht? Ja, ich habe schon drüber nachgedacht, aber er ist ein sehr konventioneller Mensch. Also von daher, ich habe ihm auch schon nochmal darauf angesprochen, wegen Swingerclub und so, da steht er nicht so drauf. Würdest du machen? Würde ich schon mal gerne ausprobieren, ja, weil ich auch so leichte Biegelüste habe, aber die bis jetzt noch nicht ausleben durfte. Mhm. Aber Du bist nach wie vor, halten wir nochmal fest, seine erste Partnerin. Ja. Das ist schon ein großer, ist eine Schieflage. Ne? Du hast schon viele Erfahrungen gemacht. Möchtest eigentlich auch noch mehr Erfahrungen machen. Ja. Hast diesen Mann aber sehr lieb. Ja. Und er hat noch überhaupt null Erfahrungen gemacht. Genau. Und ist vielleicht auch ein bisschen, sagen wir mal, nicht verklemmt, aber sehr konventionell und konservativ. Ja. Also verklemmt ist es auf gar keinen Fall. Also er weiß, dass du nicht so erregt bist. Hast du es ihm so richtig ganz klar auch schon gesagt? Oder ist das so, liegt das so, ist das zwischen den Zeilen ausgesprochen? Dass ich nicht sage, dass nein, das kriegt er auch mit. Mhm. Also wenn er jetzt, wenn wir abends im Bett sind oder auf der Couch und er fängt an, mich zu streicheln und zu verwöhnen und ich dann so mehr oder weniger deutlich seine Hand nehme und wegschiebe. So wegschiebst, ist natürlich kein Kompliment für ihn. Eben. Ich glaube, dass irgendwas passieren muss. Wenn das so weiterläuft, wird es vielleicht auch zum Ende der Beziehung führen. Weil du einfach gefrustet bist und du hast deine Bedürfnisse, du bist ein junges Mädel von 21 und du willst einfach Sachen erleben. Ja. Ich finde, du müsstest ihm klar machen, dass das ein großes Problem im Moment ist für dich. Ja. Dass du ihn aber wirklich von tiefem Herzen liebst und ihn auch gerne als deinen Partner haben möchtest. Dem ist ja auch so. Glaube ich. Aber dann müsste er dir entgegenkommen und müsste sich ein bisschen auf experimentelle Dinge einlassen. Wenn du schon sagst, ich möchte gerne mal in einen Club gehen und möchte mal die und die Erfahrung machen, dann sollte er sich mal vielleicht auch ein bisschen hintertreten und das versuchen mitzumachen, um eure Beziehung zu retten. Ja. Ich finde, das müsstest du ihm klar machen, dass auf die Dauer einfach die Beziehung kaputt geht. Hm. Und so wird es sein. Ich könnte schwören, das geht nicht mehr lange. Das geht vielleicht nur ein Jahr oder zwei, wenn überhaupt. Ja. Und dann bist du so gefrustet und bist weg. Bloß ich kann mir eigentlich ohne ihn schon das nicht mehr vorstellen, weil er ist ein wundervoller Partner, wirklich. Ja, so kannst du es ihm ja auch sagen. Das ist ihn in allen Ehren. Ja, das ist ja auch ein tolles Argument, dass du ihm sagst, ich habe dich wirklich von Herzen lieb. Ist ja auch. Aber lass uns was ausprobieren. Ja. Lass dich drauf ein, tu es für uns. Hm. Sag ihm das so. Hm. Mein Gott, nochmal, der kann doch mal mitgehen, mal gucken. Ist doch mal ein Versuch wert. Er muss ja nicht gleich da die große Orgie feiern. Aber Und wenn er so eine nette Freundin hat, wie du es bist, dann sollte er da auch ein bisschen sich ins Zeug legen, finde ich. Also mach ihm das klar. Ja, schön wär's. Rufst du aus Berlin an? Nein, aus Ostfriesland. Aus Ostfriesland? Ich dachte so, eine Stimme, das könnte auch so ein bisschen Berliner. Ist es auch. Bist du Berlinerin? Ja, ja. Siehst du, ich wusste es doch. Ich höre doch meine Berliner sofort raus. Ja, es ist erst 5 Monate her, dass ich hergezogen bin. Oh, weia, von Berlin nach Ost, nichts gegen Ostfriesland, schöne Gegend, aber ist das nicht der Hammer? Ja, schon, aber. Was machst du denn da? Ich bin hier berufstätig auch in der Küche. Du bist ja Köchin, ja, stimmt. Genau. Ich dachte, du bist jetzt Fischerin geworden oder sowas. Nein. Naja, aber das Land hier oben, das inspiriert mich in das Schöne. Und der Freund, ist ja mitgekommen von Berlin? Ja, ist auch so ein Thema. Er ist Berufssoldat und fährt jetzt Wochenende mal hier rauf. Er kommt Freitagnacht um 22 Uhr hier an und am Sonntag fährt er wieder ab um 18 Uhr. Das belastet das auch noch, ne? Wenn das so ein Wochenende ist. Auf jeden Fall. Du Armes, da bist du ganz allein in Ostfriesland. Ja. Mann, oh Mann, aber ich hoffe, du hast einen guten Job. Ich habe einen prima Job. Und kochst gut. Genau. Na prima. Liebe Antje. Ja. Also mach es ihm bitte so klar.
dass er es wirklich für euch tut und dass er es ausprobieren soll. Hm. Okay? Gut. Alles Liebe, alles Gute. Vielen Dank dir. Tschüss. Tschüss. 0800 5678 111. Pitt begrüße ich herzlich. Pitt ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Hallo Domian. So, der Pitt macht jetzt erstmal den Fernseher oder das Radio ganz leise. Das hat man Pitt gerade bestimmt auch schon gesagt. Ja, aber ich habe ein bisschen Probleme mit Autorität, deswegen habe ich das mal gesagt. So, aber jetzt wirst du es leise machen. Hier, ich habe es ja schon gemacht. Hier ist jetzt Autorität angesagt. Ja, Herr. So will ich das. Um was geht's, Pitt? Ja, es geht um diese geschmacklose weiße Jeansjacke, die du da anhast. Das ist ja unfassbar. Die ist nicht weiß. Ist sie nicht weiß? Nein, die ist so beige, so beige. Echt? Ja. Na gut, okay, dann habe ich nichts gesagt in dem Fall. Okay, nächstes Thema. Ja, es geht um den Krieg im Irak. Das ist dann weniger lustig, ne? Ja, weniger auch, ne? Mhm. Wie ist denn deine Auffassung dazu? Ja, ich bin natürlich dagegen. Ja, du sagst das so salopp. Hallo? Hallo? Jetzt bricht unsere Leitung wieder weg. Hallo, Pitt? Jetzt ist Pitt weg. Mit wem machen wir weiter? Frage in die Regie. Mit Corinna. Corinna ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Corinna. Um was geht's bei dir? Na, bei mir geht's jetzt um Missbrauch. Mhm. Ich wurde von meinem 6. bis zum 16. Lebensjahr, also ja, 16. Lebensjahr, wurde ich von 3 verschiedenen Männern nacheinander missbraucht. Was waren das für Männer? Also es war mit 6 war es mein Bruder und mit 11 war es mein Schwager und mit 14 war es ein Bekannter von meiner Mutti. Das ist ja unglaublich, dass es dann so eine Ballung gibt von Vorkommnissen dieser Art. War dein Bruder viel älter als du damals? Damals war er 25. 25. Ein großer Unterschied zwischen euch. Riesenunterschied, ne? Mhm. Altersunterschied. Mhm. Hast du in diesen Zeiten das damals jemandem gesagt? Bei meinem Bruder, als er das Mal in der Nacht zu mir kam, da habe ich es gleich am nächsten Morgen meiner Mutti gesagt. Ja. Aber sie hat auch eine Anzeige gemacht, aber sie wurde dann hinterher fallen gelassen, weil er ja nicht richtig in mich eingedrungen ist. Mhm. Aber immerhin, deine Mama hatte reagiert und sie hat sofort ihren eigenen Sohn angezeigt. Ja. Da warst du 6 Jahre alt. Ja. Mhm. Dann ist das, hoffe ich, mit dem Bruder nicht nochmal passiert? Es ist danach ein zweites Mal passiert. Mhm. Und aber da habe ich es niemandem gesagt. Ja. Weil ich einfach die Erfahrung, dass man dir nicht glaubt oder dass es nichts bringt oder so. Ja. Mhm. Also 2-mal von dem Bruder. Blieb es dann bei den 2-mal, ja. Und dann warst du etwas älter und dann war es der Schwager, sagst du. Ja. Hast du das da deiner Mutter auch gesagt? Nein, also es ist mir durch Zufall rausgekommen. Also ich hatte damals Computer gehabt und habe darauf so was wie Tagebuch geführt und das hat meine Schwester, also beziehungsweise meine Mutti zuerst in der Hand bekommen und dann ist meine Schwester zu mir ins Heim gekommen und hat mich darauf angesprochen, da habe ich erst Nein gesagt, dass es nicht wahr ist. Dass und naja, dann auf jeden Fall später war es dann so, dass ich dann das richtig gestellt habe, dass es halt so war und er wurde dann angezeigt, ich habe ihn dann angezeigt. Da warst du aber noch ein Kind, ne? Da warst du 12 oder sowas, ne, wenn ich so richtig einordne. Ja, alles. Also hast du, deine Mutter hat hinter dir gestanden, als das gemacht wurde. Ja. Was ist daraus geworden? Ja, er hatte 2 Jahre bekommen. Und mein Gott, Corinna, ich bin ganz entsetzt, dass dir das 3-mal passiert ist. Das ist das, was für ein Pech du gehabt hast. Ich glaube,
Dreimal, das ist ja unglaublich. Und dann war es ein Bekannter von irgendein Bekannter aus der Familie. Wie alt warst du da? Da war ich 14. Es ist unglaublich, es ist unfassbar. Du musst doch Männer hassen, oder? Ja, schon. Sag mal kurz zu dem letzten Fall noch was. Wie oft ist das passiert mit dem Bekannten der Familie? Das ging 2 Jahre lang. Und naja, er hat mich halt auch mehr oder weniger gekauft. Er hat mir ein Pferd gekauft und dann auch so Geschenke gemacht. Ein Pferd gekauft? Ja. Und hat dich quasi damit bestochen? Ja. Mhm. Aber war das denn nicht alles ganz schlimm für dich? Und du hattest ja nun einmal Erfolg. Es ist ja immerhin ein Mensch verurteilt worden, weil er sich an dir vergangen hat. Hattest du da nicht auch das Bedürfnis? Oder waren die Geschenke irgendwie, hast du dich locken lassen mit den Geschenken? Nein, also ich habe das 2 Jahre lang mitgemacht und naja, dann wollte ich das nicht mehr, weil er auch mich geschlagen hat dann und auch getreten hat. Und dann habe ich den vor 2 Jahren angezeigt. Kölner, warum hast du es 2 Jahre lang mitgemacht? Ich weiß nicht, ich kann es mir heute nicht erklären, es war einfach... War es vielleicht doch so? Ja, bitte? Ich habe mir irgendwie die Schuld gegeben, weil nach einer Zeit habe ich, da das so oft passiert ist, und habe ich gedacht, oder denke ich immer noch, dass ich die Schuld habe, dass ich vielleicht was falsch gemacht habe, irgendwie gereizt habe. So, jetzt hast du den auch angezeigt. Ja. Das ist ja vermutlich noch gar nicht so sehr lange her. Nein, also ich habe... Läuft das Ganze noch? Ja, ich habe am 2. April habe ich die Gerichtsverhandlung. Mhm. Was sagt denn deine Mutter, was sagen denn deine Eltern? Für die muss doch auch eine Welt zusammenbrechen, dass ihrem Kind das 3-mal in dem kurzen Leben schon passiert ist. Ja, also meine Mutter, wir reden nicht so oft, also eigentlich fast gar nicht darüber. Mhm. Und... Ich meine, naja, sie sagt zwar schon, sie steht hinter mir und will auch mit zur Gerichtsverhandlung kommen, aber es ist nicht irgendwie jetzt, dass ich sage, irgendwie, dass es sie voll und ganz hinter mir steht. Also, sag mal, hast du denn diese letzte Anzeige eigenständig und selbst eingefädelt oder hat dir da doch deine Mutter oder irgendjemand bei geholfen? Also ich habe mich dann meiner Hausärztin anvertraut. Ja, ja. Und die ist mit mir dann zu einem Verein gegangen, der sich darauf spezialisiert hat. Und die Leute helfen dir und unterstützen dich. Ja, haben mich. Also der Kontakt ist mittlerweile abgebrochen, da ich auch viele Selbstmordversuche hinter mir hatte oder habe. Und ich denke immer noch dran. Corinna, was macht? Ich habe gerade schon ein paar Mal gesagt, dass du 17 Jahre erst alt bist. Was machst du? Gehst du noch zur Schule? Machst du eine Lehre oder was tust du? Also ja, ich gehe noch zur Schule ins BVJ. Was heißt das? Das ist berufsvorbereitendes Jahr. Ja, ja. Und lebst auch noch bei deinen Eltern? Nein, also mittlerweile habe ich eine eigene Wohnung, im Heim. Mhm. Und ich schlafe zwar viel noch oft bei meiner Eltern oder bei meiner Schwester, da ich auch nicht alleine bleiben kann. Also sobald ich alleine bleibe, fängt das wieder an, dass ich mich ritze. Ja. Und ich war ja auch schon mal in Therapie deswegen und auch einmal schon geschlossen untergebracht durch die Selbstmordversuche. Mhm. Aber so wirklich helfen und Therapeuten oder so, habe ich nicht das Gefühl, dass sie mir wirklich geholfen haben. Also die haben das gar nicht so behandelt, meine Vergangenheit. Die haben einfach nur dieses Selbstmord und dieses Ritzen gesehen. Und dann wurde ich auch schon nach 8 Monaten entlassen als gesund. Aber das war nicht der Fall. Nein, also ich merke das jetzt. Also ich habe ja auch... Ich merke das auch, dass noch in dir sehr viel wehtut und dass du das Gefühl hast, wahrscheinlich sehr, sehr, sehr starke Probleme zu haben.
Man merkt das ja auch so, wie du das erzählst. Und das ist ja auch völlig nachvollziehbar, wenn man deine Geschichte hört, die ja nun wirklich ergreifend ist, dass dein ganzes Leben bisher nur mit dieser Scheiße stattgefunden hat. Bis vor kurzem. Ich glaube, dass du das vielleicht auch das Pech gehabt hast, Corinna, dass du da nicht in richtigen, guten psychologischen und therapeutischen Händen warst, wo du warst. Also ich war ja schon bei vielen, also in meiner Stadt jetzt und dann auch in Uchtspringer und in Merseburg. Und aber weißt du, der einzige Weg, dass man dir hilft, dass du Hilfe bekommst, der führt nur über einen Psychologen, eine Klinik. Und ich bin jetzt natürlich bei der Fülle dessen, was dir passiert ist, völlig überfordert, dir jetzt was ganz Konkretes zu raten. Deswegen möchte ich sehr dringend, dass du mit meiner Psychologin weitersprichst. Ja. Sehr dringend. Und verbinde das, das möchte ich gerne zu dir noch sagen. Auch wenn du schon viele Misserfolgserlebnisse gehabt hast, in Therapien, in Psychokliniken und so weiter. Ja. Mach es weiter, versuch es wieder und versuch es nochmal. Weil da ist die einzige Chance, dass du es schaffst und dass du vielleicht irgendwann mal ein relativ normales Leben wirst führen können. Ja, aber das Vertrauen zu, ich sage mal jetzt, zu sämtlichen Erwachsenen und Menschen ist irgendwie weg. Das ist, ich meine, der Anruf, und ich habe ja vorher auch schon einen Brief geschickt dir, und das kostet mich auch viel Kraft und Überwindung. Ja. Aber du hast es gemacht und das finde ich gut. Und du hast auch den Mut gehabt, es hier zu erzählen vor ganz vielen Menschen. Und das hast du sehr, sehr toll gemacht. Und ich glaube, dass das sicherlich auch vielleicht ein erster Schritt für deine weitere Selbsthilfe auch ist. Ich möchte dich so sehr dazu ermutigen. Mehr kann ich leider im Moment nicht tun, dass du das weitermachst und dass du nicht in jedem Erwachsenen einen schlimmen Menschen siehst. Es gibt genügend Menschen, die dir auch helfen werden können. Corinna, du legst bitte auf und Elke ruft dich sofort oder in ein paar Minuten, wenn sie fertig ist mit dem anderen Gespräch, ruft dich an. Okay. Ja, alles Liebe und alles Gute von ganzem Herzen. Ich meine es wirklich sehr ernst. Danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. Jetzt kommt Tina und Tina ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Tina. Hallo, ich würde gerne kurz noch zu Corinna sagen, dass ich ihr alles Gute wünsche. Also das tut mir sehr, sehr leid für sie und mein Thema kommt mir extrem banal vor im Vergleich dazu. Na, erzähl mal. Es geht darum, ich bin in einer festen Beziehung seit 2,5 Jahren und fühle mich da drin einfach sehr, sehr unglücklich im Moment und auch periodenweise immer mal wieder. Und habe dann übers Telefon jemanden kennengelernt. Der ist fast doppelt so alt wie ich und wie übers Telefon? Ja, ist ein bisschen kurios. Also ich studiere und habe einen Job für nebenbei gesucht und hatte dann eine Anzeige von so einer Dating-Line gesehen, von zu Hause aus arbeiten. Und weil ich gedacht habe, das traue ich mir nicht so ganz zu, habe ich es ausprobiert. Kriegt man dann so einen PIN und hat dann auch eine Mailbox und so weiter. Und habe da dann lauter schlimme Leute kennengelernt oder von dem gehört und wollte eigentlich schon auflegen und dann hörte ich eine super nette Stimme, einfach so, also nicht, die mich ansprach, sondern in diesem komischen Karussell oder ich verstehe das auch nicht so ganz. Also quasi in einer professionellen Situation hast du ihn kennengelernt? Genau, aber also ich habe dafür noch kein Geld bekommen zu dem Zeitpunkt, sondern musste nur nichts bezahlen, das Kosten. Und hatte dann den einfach angesprochen, was ich sonst nie mache, also und was ich auch nicht vorhatte, ich wollte mir das nur anhören. Und der hat einfach eine super nette Stimme gehabt und eine super, super ruhige Art an sich und so eine, weiß nicht, ich habe mich unheimlich wohl gefühlt, mit dem zu sprechen. So, und dadurch ist der private Kontakt entstanden? Der ist entstanden. Es ging eine Woche lang, dass wir wirklich, also das fing abends um 11 an, das Telefonat, und hörte morgens um 7 auf. Und einfach, wir haben über alles geredet, da entstanden keine Gesprächspausen, wie ich das mit meinem Freund kenne oder... Ich habe das Gefühl, dass ich den Mann innerhalb von 6 Stunden, immer vorausgesetzt, dass er mir die Wahrheit gesagt hat. Ganz naiv bin ich auch nicht, aber ich nehme das einfach mal an, weil wir uns recht nahe gekommen sind. So. Wie lange läuft das? 4 oder 6 Wochen, glaube ich. 4 oder 6 Wochen. Und nur Telefon? Nur Telefon. Was heißt denn, wir sind uns nahe gekommen? Gibt es auch Telefonsex? Ja. Ja, es gibt's. Ja. Und das erstens habe ich das selber für völlig absurd gehalten, dass ich sowas mal mache. Und außerdem... Ja, es kommt halt hinzu, dass ich
dass ich einfach wirklich immer mal wieder Schwierigkeiten mit meinem aktuellen Freund. Ich meine, das ist keine Entschuldigung. Also ich habe super schlechtes Gewissen. Ich meine, das ist natürlich wirklich auch ein, es ist ein klares Fremdgehen. Ich weiß. Auch wenn du ihn noch nie gesehen hast und ihr euch nicht anfasst, aber das ist es im Kopf knallhart. Ich weiß das auch absolut. Also es kommt halt bei mir, ich weiß, woher es kommt. Das entschuldigt das nicht, aber ich weiß, woher es kommt. Woher kommt es denn? Weil ich einfach mich nicht so gestützt fühle in dieser Beziehung. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass ich immer diejenige sein muss, die halt für alles kämpft. Mhm. Das ist Wie wärst du mal, wenn du ihm das auch mal so klar sagen würdest, deinem Freund? Hast du es schon gesagt? Ja, ich glaube, ich habe das gesagt. Kapiert er das? Nee, ich habe nicht das Gefühl. Ja. Also es ist eher so, dass ich glaube, dass wir oberflächlich miteinander kommunizieren. Mhm. Also es macht mich auch unheimlich traurig, weil ich ihn halt wirklich auch sehr, sehr liebe. Denke ich jedenfalls. Ich hoffe, dass ich das tue. Das ist schon, ist ja schon eine Einschränkung, ne? Ich denke, dass ich das tue. Ich hoffe, dass ich das tue. Ja. Wobei du ja schon eigentlich sehr unzufrieden in der Beziehung bist. Ja, es ist einfach so, dass ich, glaube ich, so aufgrund meiner Vergangenheit irgendwie, habe ich das Gefühl, ich kann es mir nicht leisten, irgendwie eine Beziehung zu haben, für die ich mich jetzt irrsinnig bemühen muss, damit die läuft. Und ich kann mir irgendwie nicht so viele Einschränkungen Das heißt, erlauben. Also mehr Engagement von seiner Seite wäre dir sehr recht. Mehr Initiative von ihm wäre dir recht. Ja, das heißt, du bist so das Zugpferd, der aktive Part. Alles, was passiert, wird initiiert von dir. Ja, also ich habe das Gefühl, dass ich mir alle Nähe richtig erkämpfen muss. Ja. Wie ist es sexuell? Fürchterlich langweilig. Und ich bin eigentlich jemand, der, ich habe jetzt auch nicht so, das ist so meine zweite richtig feste Beziehung. Davor waren das eher so Partyabstürze und so eher welche, die irgendwie auf Äußerlichkeiten aus waren. Und da hatte ich eigentlich keine Lust mehr drauf. Und, und ich habe irgendwie, am Anfang hatte ich wirklich sehr viel Lust auch auf ihn und fand ihn wirklich, das erinnerte mich ein bisschen an Antje. Also ich habe mich in Antjes Worten sehr viel wiedererkannt. Ja, ist so ein bisschen, ich habe auch gerade ein bisschen mich erinnert gerade an Antje. Ja. Aber das ist natürlich jetzt, finde ich, schon auch ein Warnsignal, ne? Dass du dich eingelassen hast auf diesen Typ, finde ich schon. Und dass du da auch so begeistert von bist. Andererseits musst du auch mit höchster Vorsicht das Ganze genießen. Du weißt überhaupt nichts. Das kann sein, dass dieser Mann dir da eine perfekte Show abliefert und einfach scharf drauf ist, mit so einem jungen Mädel da Telefonsex zu machen. Absolut, bin ich mir auch absolut im Klaren drüber. Es kommt allerdings auch hinzu, dass wir, dass es im Gespräch kommt, das höchstens ein einziges Mal vor im 6-Stunden-Gespräch zum Teil. Also das ist, ich ziehe auch nicht in Erwägung, mich mit dem zu treffen oder sonst was in der Richtung. Das ist für mich völlig indiskutabel. Also ich finde einfach, das ist ein Ausdruck deines Frustes, dass du das mit diesem Typ treibst am Telefon. Finde ich. Ja, also das ist, wie gesagt, das ist eher die Ausnahme und trotzdem, also ich fühle mich auch nicht gut dabei. Also ich fühle mich hinterher nicht gut dabei. Aber auf der anderen Seite diese Gespräche einfach, die finde ich einfach. So, ich glaube, du musst grundlegend über deine Beziehung nachdenken. Du musst grundlegend darüber nachdenken, will ich das? Ja. Will ich das so weiter? Wenn ich das nicht weiter will, welche Möglichkeiten habe ich, durch Gespräche da was zu verändern? Gibt es überhaupt Möglichkeiten? Und wenn es keine Möglichkeiten gibt, dann kann ein Mensch ja nicht verändern. Muss man irgendwann eine Konsequenz ziehen. Du kannst keinen anderen Typ aus deinem Freund machen. Ja. Deswegen ist die Frage, wie weit kann man ihn umkrempeln noch ein bisschen? Oder wenn er das richtig kapiert, rafft er das, wie unzufrieden du bist? Mal mehr, mal weniger. Also er ist, glaube ich, der Meinung, er hätte sich sehr, sehr auf mich zubewegt. Und subjektiv von seinem Standpunkt aus hat er das auch. Das Problem ist, dass ich so viel, also einfach von meinem Gefühl her für diese Beziehung getan habe und so viel in Kauf genommen habe, gerade in der ersten Zeit. Jetzt mache ich mal einen Vorschlag. Ja. Du sprichst nochmal mit ihm oder demnächst oder jetzt sehr bald mit ihm und thematisierst das, dass du letztendlich sehr unzufrieden bist. Oh, lass mich ausreden. Ja, klar. Und du erzählst weiter, sagst weiter, das Resultat dieser Unzufriedenheit ist diese Telefongeschichte. Und dann erzählst du ihm das. So, und dann bin ich gespannt, wie er reagiert. Dann müssten ja eigentlich alle Warnsignale in ihm blinken. Vielleicht ist das eine Chance. Hast du ein besseres Gewissen, weil du dann gebeichtet hast? Vielleicht ist das wirklich eine Chance, dass er aufgerüttelt wird. Wenn es nicht der Fall ist, sagt das auch wiederum ganz viel aus darüber, dass er das vielleicht nicht kann und nicht will. Ja, es mag vielleicht sein. Also ich habe das, also für ihn ist das Symptom eben. Wir haben immer gesagt, Sex ist nicht das Wichtigste einer Beziehung, aber ein Indikator. Wenn es nicht funktioniert, das hat was zu bedeuten einfach. Klar, und er merkt halt auch, also ich würde sagen, von 30 Mal, in denen er will, lasse ich das 5-mal dazu kommen und 2-mal macht es mir Spaß. Also ja, aber Tina, es ist ja nicht nur der Sex, sondern du bist ja generell so unzufrieden. Ja, klar,
klar. Ich würde es frontal jetzt machen. Ja. Was hast du denn für eine, man muss ja immer die Alternative sehen. Was ist die Alternative? Jetzt so dahin weiter zu wursteln, mit diesem Phantom-Menschen da am Telefon schöne Sachen zu erleben, der nur eine Illusion ist, dieser Mann. Ich muss dazu sagen, dass ich das seit einer Woche eingestellt habe, also seit knapp einer Woche etwas weniger. Es sind, glaube ich, jetzt 4 Tage, wo ich mit ihm gesprochen habe, weil ich einfach selber ein bisschen auf Distanz gehen wollte. Das respektiert er auch. Also das, mach es so. Ich finde, das ist eine Chance. Und es bringt auf jeden Fall irgendwie eine Bewegung. Und wenn die Bewegung vielleicht ist, hin zu einer Trennung. Aber dann ist es auch eher eine Klarheit. Aber so ist es ja so festgefahren bei euch. Ja. Versuch mal. Mhm. Alles Gute, Tina. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, noch ein Web-Hinweis, nämlich www.nachtlager.de. Das sind unsere Domian-Fanseiten, www.nachtlager.de. Und da gibt es im Moment eine Aktion, wo ihr euch ein Thema mal wieder wünschen könnt, was wir hier in der Sendung eine Stunde lang behandeln sollten. Also da gibt es so eine Hitliste und da könnt ihr euch eintragen, welches Thema ihr mögt. www.nachtlager.de. Alicia, 32, ist jetzt hier bei mir. Ja. Ja. Ich gehöre noch zum alten Eisen. Naja, was heißt altes Eisen mit 32? Ja, wir werden bald 33. Ja. Die Zeit geht schneller und schneller und schneller. Verdammt alt. Ja. Thema. Mein Thema ist Irak. Mhm. Und ich bin Amerikanerin und zum Teil auch Deutsch. Und ich wohne hier in Deutschland. Seit einiger Zeit, ich wohne in Wiesbaden und im Westend. Ja. Momentan eine nicht so tolle Gegend, wenn es um politische Themen geht, sagen wir mal so. Warum? Weil hier viele verschiedene Menschen wohnen, die von verschiedenen Teil kommen, aus Irak, Iran, Türkei. Ach so. Also ja, eine multikulturelle Gegend. Ja, sehr. Nur ich verstehe mich sonst sehr gut mit allen, die ich kenne. Nur das ist jetzt momentan, wie so diesen ganzen Scheiß, was jetzt passiert, so ein kleiner Knick. Weil ich betrete den Standpunkt, ich bin zwar gegen jegliche Form von Gewalt, ich hasse Töten von Zivilisten und so weiter und so fort. Ich bin als Kind selbst im Militär aufgewachsen, ich weiß die Risiken, die damit verbunden sind, den Vater vielleicht zu verlieren oder den Bruder, der Cousin oder sonst jemand. Ne? Und aber ich höre so ein Aber in der Stimme. Aber ich finde, wenn wir jetzt nichts gemacht hätten, wenn die Amerikaner jetzt nichts gemacht hätten, gehen wir nur mal davon aus, ich habe ihre Sendung gestern angeguckt, und gehen wir nur davon aus, dann wäre das wie die letzten Jahre vom UN einfach wieder nur so unter den Tisch gekehrt. Und die Sanktionen wären aber weitergegangen. Und diese Menschen wären weiter an stinknormalen Erkältungen und Grippen und Masern oder sonstiges, an den Impfungen fehlen, alles Mögliche fehlen. Dann hätte man sich vielleicht die Mühe machen sollen, über andere Dinge nachzudenken. Ich höre aus, dass du letztendlich für den Krieg bist. Ich bin da dafür, dass es endlich Zeit wird, den Saddam Hussein zu zeigen, wo es jetzt lang geht. So, lass uns das mal ganz in Ruhe aussprechen. Ich bin dafür, dem Saddam Hussein zu sagen, wo es lang geht. Ja. Endlich, ich habe heute Abend um 7 Uhr, um 19 Uhr, die Bombardements auf Bagdad gesehen. Ja, haben Sie auch mitgekriegt, was Sie gesagt haben? Es ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe für die zivilisierte Welt, dass das große Amerika so eine Schande verbreitet. Ich schäme mich fast für Amerika. Es war so schlimm, wenn man sich ansieht, was da passiert ist in Bagdad. Ja, es ist so, als würde ein schwer bewaffneter Mann gegen eine alte Frau sich versuchen zu wehren. Es ist so ein Ungleichgewicht da. Es ist ja kein Gegner letztendlich. Es wird alles platt gemacht. Sie wissen nicht. Zurzeit hat er jetzt momentan Skat-Raketen, die er gar nicht haben soll. Er hat beim Hans Blix nicht alles offengelegt. Ja, das mag wenn Sie alles jetzt sein. Die Chronologie, das was bei Ihnen noch gestern Abend in Phoenix gezeigt wurde, ist die Chronologie der letzten 10-12 Jahren über den Saddam Hussein. Er hat wirklich nicht alles offengelegt. Ja, wir müssen ja gar nicht über den diskutieren. Ich finde ihn ja, das ist ja ein grauenhafter Diktator. Aber das rechtfertigt nicht. Vor allen Dingen ist es ein Bruch des Völkerrechts. Wir können das ja alles immer wieder wiederholen, was da passiert, was im Moment passiert. Ich finde zum größten Teil Frankreich und Deutschland schuld.
da gebe ich Angela Merkel recht, indem sie schon bei der letzten Resolution schon gedroht haben, zu vetoen, ja? Mhm. Da haben sie vielleicht damit die restlichen diplomatischen Schritte, ja, die vielleicht dadurch erzielt werden hätte können, ja, verhindert. Sehe ich nicht so. Ich sehe, wenn, sind es die Amerikaner, die sich überhaupt nicht mal auf diplomatische Schritte einlassen wollten, von Anfang an letztendlich nicht einlassen wollten. Also das ist das Schlimme. Nach dem 11. September, ich war selbst geschockt, ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte darauf erwartet, dass jetzt die Post abgeht, mal ganz ehrlich. Ich habe jetzt Bericht Dritte Weltkrieg ausgesprochen, meine Schulden nicht mehr zu bezahlen. So habe ich gedacht. Und ich hatte wahnsinns Angst und habe immer noch Angst. Ja, aber, das Fatale... Ich habe wirklich gedacht, dass man wild drauf losschießen würde. Aber es ist nicht geschehen. Ich finde, aber jetzt egal was man jetzt über ihn sagt, ich finde, er bewahrt trotz allem einen kühlen Kopf. Er geht Schritt für Schritt vor, um der Präsident Bush. Ja toll, er geht Schritt für Schritt vor und tötet Schritt für Schritt Tausende und Abertausende von Menschen. Das sind noch keine, bis jetzt sind die einzigen Opfer, das glaubst du, 10 Leute und die meisten sind auf alliierten Seite. Ja, ja. Britische Soldaten sind verreckt. Das glaubst du. Und amerikanische Soldaten. Das glaubst du, weil die amerikanischen Medien dir das so erzählen. Nein, ich gucke keine amerikanischen Medien. Ich gucke Phoenix, ich gucke NTV, ja, wir wissen ich gucke RTL, Sat.1, ich gucke alles. Wir wissen das ja gar nicht richtig, was es an zivilen Opfern gibt. Wenn man nur sieht, was für ein Bombardement heute runtergegangen ist und es soll diese schlimme Bombe, die man vorige Woche in Florida getestet hat, die Mutter aller Bomben, was ja schon ein ziemlich dämlicher Begriff ist, wenn diese Bombe da runtergegangen ist, möchte ich nicht wissen, was für Schäden angerichtet wurden. Der Desikade ist nicht abgeschossen worden. Bitte? Der Daisy Cutter ist nicht runtergekommen. Es ist auch völlig egal. Es ist nur fürchterlich schlimm, was passiert. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, ich weiß nicht, als Halbamerikanerin sagt dir vielleicht der Name Robert Byrd etwas. Ja. Robert Byrd ist ein hoch angesehener Senator der Demokraten. Mittlerweile ein 65-jähriger älterer Herr, der einer der wenigen auch sehr populären Politiker in Amerika sich gegen den Präsidenten aufgelehnt hat. Und er hat, ich habe mir dieses Zitat hier rausgeschrieben, er sagt, möge Gott uns beistehen und uns die Vision zurückgeben, die diesem Land verloren gegangen ist. Heute weine ich um Amerika, nachdem ich sehe, was Amerika tut. Ich finde, das soll man auch ernst nehmen. Es gibt mittlerweile auch viele Proteste in den USA, haben wir heute gehört. Sehr viele. Ja, ich finde nur, wo waren die Protesten die ganze Zeit? Warum protestieren die? Ich verstehe ihren Standpunkt, ich verstehe auch die Protesten. Ich bin gegen jegliche Gewalt. Aber was wäre, wenn man nichts gemacht hätte? Gehen Sie doch mal davon aus, was wäre, wenn? Da hat keiner demonstriert, dass die Leute dort sterben. Ja. Es hat keine demonstriert, es hat denen noch nicht mal interessiert. Ja, da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht, dass diese Demonstrationen wirklich gefehlt haben. Dennoch sind diese Demonstrationen, die es jetzt gibt gegen den Krieg, dadurch nicht falsch. Ne? Man muss den Vergleich ja so sehen. Ich bin stinksauer auf Saddam Hussein, dass er diese letzte Warnung nicht genommen hat. Ich finde das unverantwortlich für einen Diktator oder für einen Politiker oder sonst was, der seine Landsleute, wenn es wirklich an denen was liegt. Ich finde es unverantwortlich. Ich finde es unverantwortlich, dass der Präsident einer Weltmacht, einer demokratischen Weltmacht, das Völkerrecht mit Füßen tritt. Das finde ich unglaublich. Ich hoffe für die Zukunft, mal ganz ehrlich. Also ich habe zwar für die ganzen Präsidenten, bis auf Jackson. Jackson hatte ich gewählt, den fand ich damals in Ordnung. Aber er kam nicht dran, ne? Und ich finde... Ich wollte gerade sagen, Jackson kenne ich überhaupt nicht. Wer war Jackson? Reverend Jackson, der hat das war ein Kandidat mal aufgestellt. Also, ja. Sondern das war die einzigste Wahl, die ich jemals losgegeben hatte. Nur, ich finde, wenn jetzt hier danach, ja, und kein Krieg mehr gibt... Entschuldigung. Ich bin dafür, dass die Amerikaner sich mehr um ihren Scheiß kümmern sollten. Wir haben unsere eigenen Probleme. Ich hatte diese Außenpolitik. Aber bis jetzt, die letzten 100 Jahre, mischen wir uns nicht ein, kriegen wir einen auf den Deckel. Im englischen Sinne, you're damned if you do and you're damned if you don't. So einfach ist das. Was wir machen, ist falsch. Ja. Und ich finde es auch unverantwortlich von Frankreich und Deutschland, nach dem ersten Bombardement in 91, dass die ganze Zeit mit Irak
wie sagt man, arbeiten. Ja, gut. Wir tun jetzt, beide hin tauschen. Jetzt vertiefen wir mal den Fall 91. Business as usual, so ungefähr. Ja, also vertiefen wir mal den Fall 91 nicht. Ich muss nochmal sagen, finde, das ist alles sehr emotionalisiert. Ich bin verdammt stolz auf die Position meiner Regierung und der Regierung Frankreichs und kann Frau Merkel überhaupt nicht verstehen. Ich finde es unglaublich, was Angela Merkel im Bundestag vor zwei Tagen gesagt hat. Wenn Sie gestern Abend eine Ihrer Kollegen, also von Ihrem Sender, gesehen hätten, dann hätten Sie auch gehört, dass es jetzt momentan Frankreich weniger um den Krieg geht. Mhm. Es geht ja nicht um den Krieg. Es geht um den ihr Geschäft während und nach dem Krieg. Ja. Die haben Angst vor ihre Bündnissen mit Irak. Alicia. Was sofort gefallen wird. Ich finde, wir werden von allen Seiten belogen. Ja, das stimmt. Von unsere Politiker, von denen Politiker, überall belogen. Ich danke dir für deine Meinungsäußerung, Alicia. Hier sind noch ein paar Leute in der Wachtischleife. Aber ich finde es gut, dass du durchgekommen bist. Und es ist ja immer interessant, jemanden zu hören, der auch aus Amerika kommt. Und du bist halb-halb. Und umso interessanter ist es. Ja. Danke für deine Meinungsäußerung. Auf Wiederhören. Ja, tut mir leid, dass wir nicht weitergekommen sind. Nee, aber immerhin, wir haben uns ja ausgetauscht. Ist ja okay. Ja. Tschüss. Aber ich finde sie in Ordnung. Also, was ich noch mal sagen wollte, ja. Zur Corinna. Ja. Wenn sie noch da ist mit den anderen Gesprächen, ja. Würden es Ihnen was ausmachen, meine Nummer ihr weiterzugeben? Nein, gerne, wenn du das möchtest und einen Kontakt. Weil ich finde, das Mädchen braucht dringend eine Freundin. Ja, finde ich sehr nett von dir. Und ich habe auch so meine kleine Vergangenheit in Bezug auf Missbrauch. Finde ich sehr nett. Machen wir auf jeden Fall. Ja. Versprochen. Sie braucht eine Freundin zum Reden. Alles Gute. Ich danke Ihnen. Tschüss. Tschüss. Jetzt hat sie immer sie zu mir gesagt. Mann, ich habe sie geduzt. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Carsten, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Carsten. Ja, freue mich, dass ich durchgekommen bin. Ja. Ist jetzt leider sehr spät, weil ich eigentlich eine Menge sagen möchte. Leg los. Vorab, ich bin gegen den Krieg, so wie er abgelaufen ist. Krieg ist nie eine Lösung. Es fängt mit einer Niederlage an und endet nie mit einem Sieg. Aber was mich aufregt, ist, wie undifferenziert und wie oberflächlich die Kritik, oft auf geheuchelt die Kritik ist an Amerika, die jetzt passiert. Du hast eben gesagt, du bist stolz auf Deutschland und Frankreich. Mhm. Und man wirft Amerika vor, es ginge nur um Öl und Vormachtstellung und so weiter. Mhm. Öl und Vormachtstellung spielt eine Rolle, ja. Aber bei Frankreich, was die Kollegin vorher schon angedeutet hat, spielt auch eine Rolle, dass man seine Vormachtstellung als Meinungsführer in Europa klarstellen möchte, in der Frankreich-Position. In Deutschland, lass mich das noch anschließen, spielen bei Schröders Haltung ganz klar innenpolitische Dinge eine Rolle. Mhm. Und so ist das in vielen Bereichen. Das mag ja sein, aber die Position ist ja noch nicht schlecht. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und eine Meinungsführerschaft in Europa zu haben, entschuldige, wenn ich das kurz darauf antworte, es ist ja gut, wenn wir eine eigene Meinungsposition in Europa haben und nicht alles den Amis nachmachen. Das ist nicht der Punkt. Nur ich finde, wenn man eine ehrliche Kritik macht, dann können viel mehr Leute darauf einsteigen, auch Leute, die vielleicht in Richtung eher Amerika tendieren. Das ist ja auch eine ganze Reihe von Dingen so. Wenn man sich anguckt, wie Bush dargestellt wird, zum Beispiel. Ja. Bush als der Cowboy-Texaner, der früher mal Alkoholiker war, der... Aber warum wird er so dargestellt? Weil er sich ja auch so präsentiert, weil seine Sprache ja auch so ist, weil sein ganzer Background so ist. Ja, das ist richtig. Ich will das ja auch nicht guck dir mal den Unterschied an zwischen Clinton und Bush. Das sind Welten, die dazwischen liegen. Ja, ist richtig. Bush ist allein schon deshalb der falsche Präsident, weil er so angreifbar ist. Mhm. Aber ich finde, man muss ehrlich sein in der Kritik. Bush hat bei allen Fehlern, die man ihm vorwerfen kann, ist er... was seine Motive angeht, nicht nur in puncto Öl gesteuert ist er nicht nur in puncto Vormachtstellung. Kurze Frage an dich noch. Findest du es denn richtig, dass dieser Krieg von den Amerikanern losgetreten wurde ohne UN-Mandat? Nein, überhaupt nicht. Das ist ja der Punkt. Mhm. Für mich ist es nur wichtig, dass die Kritik richtig ist, richtig läuft. Du willst sie differenzierter haben? Du willst sie differenzierter haben. Ich hätte dir jetzt gerne noch eine Menge zu amerikanischer Presse gesagt. Leider ist das jetzt zu Ende, weil gestern da sehr viel falsch rübergekommen ist. Also ich hätte mich sehr gefreut, da mehr zu sagen zu können, weil ich mich damit sehr auskenne. Du kannst vielleicht auch verstehen, das ist natürlich auch etwas Hochemotionales, ein Krieg. Und wenn man die Bilder sieht, dass man da vielleicht irgendwann auch keinen Bock mehr auf Differenzierung hat, sondern man sieht einfach Menschen sterben und man sagt einfach, nein, ich will es nicht. Die Gefahr, die ich sehe, ist einfach, wenn man sagt, Krieg ist scheiße und Frieden ist das Ziel. Mhm. Und nie auf den Weg vom zur Vermeidung des Krieges und hin zum Frieden eingeht. Wenn Carsten, man nie darauf eingeht. Wir können es nicht mehr vertiefen jetzt. Ich danke dir sehr herzlich. Ich hätte wirklich sehr gerne noch zur Presse eine Menge gesagt. Wir können nichts mehr machen. Dankeschön. Tschüss. Okay.
Ich danke mein Team, an mein Team, nämlich Uli Kapp, Roland Lohr, Wolfram Spikowski, Dirk Winhüsen, Heinrich Stanzig, Jan Grefe zu Baringdorf und Elke Büchter. Unsere Themen nächste Woche. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Kinder können grausam sein. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, meine Neigung macht mich einsam. Wir sind wieder da am Montag, Montagnacht. Ich sage ein relativ gutes Wochenende, entsprechend den Zeiten. Bis dahin.